Da würde sich jeder Furnierhersteller freuen, wenn er dieses Holz hätte. Du siehst hier diese Riefen, die sind im Holz drin. Das ist was ganz Spezielles und bei Messerfurnieren will man genau sowas haben. Genau sowas. Dann hat man einerseits die Zeichnung von der Jahresring und die Farbigkeit und dann kommt noch mal ein anderes Element rein, wo über den Wuchs. Da gibt es sicherlich Erklärungen dafür, warum der Baum das macht und bringt noch mal eine zusätzliche Zeichnung. Und dann natürlich das Naturkleid. Das ist E-Gigante vom Borkenkäfer, diese Struktur gefressen. Also unglaublich. Gut, und hier haben wir das Animalische wieder. Das könnte auch ein Fisch sein. Mit dem Auge, hier ein Auge, hier ein Mund. Ja? Mm. Ja? Das ist einfach Fantasie. Die drei gehören zusammen. Der saß da oben drauf und insgesamt saß der da oben drauf. Also das ist der untere Stamm und das ist schon die erste Verzweigung und da dann die nächste Verzweigung. Und elegant. Ja. Und trotzdem massig. Finde ich super. Abstrakt ist alles drin. Hier. Überraschungsmoment. Drauf, oh, hoppla, Bewegung. Ah. Ja, 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 auch, ich weiß. Ja, und jetzt kann man sie als Schaukel nehmen. Das ist doch irre, oder? Finde ich super. Ja. Ich nenne sie jetzt auch Wellenbank. Und im Idealfall für den Surfer, der kann dann draufstehen und kann surfen. Ja? Mhm. Auf der Welle. Das ist einerseits eine Welle, aber auch ein Surfbrett. Ja. Ich finde das witzig. Seitenbrett, das erste Herzbrett, nochmal ein zweites Herzbrett, das habe ich verkauft und nochmal ein Seitenbrett, das habe ich auch verkauft. Ja? Hier wird es richtig voluminös, ja? Und da wieder diese Spaltung, wo im Holz drin war, wieder aufgenommen. Für den Schritt andeuten und dann wieder Naturkleid. Also, ja, und die Struktur, die finde ich auch super. Diese Maserung, ja? Ja. Mit den Rissen und allem. Also finde ich super. Und richtig, boah.
einfach sein lassen und hoffen und gerade so lassen. Nicht schlecht. Aber sehr wahrscheinlich spachtel ich sie trotzdem zu, dass die Löcher nicht so dominant sind. Oder vielleicht nehme ich noch ein bisschen Material weg. Vielleicht geht es einem gar nicht so tief rein. Aber man weiß es halt nicht. Eben. Gut, ein bisschen probieren könnte man. Vielleicht geht wirklich noch irgendwas verloren. Aber ist ja auch schön, oder? Und schön, schön dynamisch. Das finde ich super. Ja? Ja, das ist. Tja. Augen, eben das Naturauge, eben weil ein Einwuchs war oder ein kleiner Ast rausgekommen ist und da ist die Rinde jetzt noch drauf. Und wenn ich die dann irgendwann weg habe oder auch nicht weg habe, dann kriege ich hier wieder die Jahresringe, wo wieder drumherum laufen. Dann habe ich nur eine zweite Position, extra zwei. Das, ach so. Ja, na, kriegt er noch mal, kann er noch mal eine andere Dynamik reinbringen. Hm. Ja, und so habe ich einen Grund, immer wieder rauszunehmen, so eine Handschmeichel und dann wieder aufzusetzen. Hm. Und das finde ich nett. Ja. Und alles, was jetzt bearbeitet ist, wird noch geschliffen und das Naturkleid, das bleibt natürlich wieder. Hm. Gut. Das ist doch nett. Birne Helene. Was ist das? Das ist ein neues Accessoire. Das ist eine sogenannte Handy-Aufbewahrungsanstalt. Ja, da kann ich mein Smartphone reinstecken. Ah. Ja, safe. Ja. Ja. Blumen auch schön. Ja, genau. Ja, natürlich, gar nicht dran gedacht, natürlich. Da kann man Blumen reinstecken, schön. Ja. Gute Idee. Hm. Ja, ja. Mit dem Naturkleid. Hier auf der Seite hauptsächlich mit dem Naturkleid, mit dem Durchbruch, mit der Teilung. Da geht auch die erste Verzweigung geht hier auch los. Und der habe ich ja jetzt noch das neue Kirschbaum-Rindenkleid gegeben. Das habe ich auch schon 20 Jahre. Da das. Den habe ich von irgendeinem Baum weggemacht. Mhm. Ja? Und bei der Kirsche kann man so große Placken kriegen. Und das war für mich immer ein perfekter Torso. Von vorne weg. Also da wusste ich, da muss ich gar nichts machen. Mhm. Und jetzt mit. In Verbindung mit den Larven sind, ist es natürlich ideal, ob ich jetzt sowas hinmache oder das. Das gibt einfach die Assoziation Rindenkleid. Ja? Kleid und dann noch ein Rindenkleid, was ja auch ein Kleid ist. Hm. Finde ich super. Fast 70. Irre.